Ja, was finde ich denn heute bei mir hier im Ostergras? Ein Crackalechi. Ja, den müssen wir doch gleich mal öffnen. Ja, Crackalechi war vor kurzem in aller Munde. Es gab eine besondere Abfüllung, Exceptional Cask. Da war ich ein bisschen zu langsam, weil die ja eigentlich jetzt gekostet hat. Und bis ich dann mich entschieden hatte, ja, dann war die vergriffen. Also jedenfalls zum vernünftigen Preis. Und weil ich den im Angebot gesehen hatte und schon länger eigentlich auf dem Schirm hatte, deswegen habe ich mir dann jetzt zu Ostern diesen Crackalechi 13 Jahre, der nochmal gefinisht ist im Bass Armagnac Barrels geholt. Und den wollen wir doch jetzt mal einschenken und sehen, ob das Ergebnis uns begeistert oder mich begeistert. Da, bis gleich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei mir beim Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist André und wie im Vorspann schon gesagt, freue ich mich ganz besonders auf diese Flasche, die ich mir zu Ostern jetzt geleistet habe. Gekostet hat sie unter 50 Euro. Das heißt, ich habe, glaube ich, bezahlt 46 noch was, ne? Und normal musst du mit bei der bei 50 Euro rechnen, bis 55 Euro meistens schon. Deswegen habe ich mich gefreut, dass er günstig war. Und ja, ich habe mich auch ein bisschen geärgert, wie ich schon mal gesagt habe. Es gab einen Exceptional Cask, den alle Welt jetzt lobt über den grünen Klee. Da war ich zu spät, weil die Flasche, wie gesagt, also über 100 Euro gekostet hätte. Und da habe ich nicht so schnell zugeschlagen. Ja. Crackalechi habe ich im letzten Jahr schon mal probiert. Das erste, deswegen habe ich den 13-jährigen, den Standard jetzt nochmal hier hergestellt. Davon gibt es auch noch einen 17-jährigen und, glaube ich, einen 23-jährigen. Aber die habe ich beide, die habe ich zwar beide mal irgendwann auf dem Flughafen mal probiert aus Plastikbechern, hatte die aber nicht gut in Erinnerung. Ich hatte auch den 13-jährigen nicht gut in Erinnerung, aber der ist ja wirklich top. Und den wollte ich mir schon lange mal leisten oder mal einschenken, denn ich habe den vor einem Jahr auf der Messe in Nürnberg probiert, da war ich damals Besucher. Da das aber der allererste Whisky war, den ich an dem Tag getrunken habe, habe ich wirklich keine Erinnerung daran. Und in der Zwischenzeit hat sich's nie ergeben, dass ich diesen Armagnac Finish Whisky mal probiert habe. Und ja, was Armagnac ist und solche Sachen, ähnlich wie Cognac, komme ich nachher noch dazu. Aber ich mag ja solche Sachen. Aber ich hatte mal einen schönen Diensten Brandy Cask Finish. Ich hatte mal einen schönen Glenmorangie Private Cask mit Cognac Finish. Das waren richtig geile Whiskys, die ich jederzeit wieder kaufen würde. Und deswegen war ich trotzdem oder bin ich immer noch neugierig auf den. Und ja, hoffe, dass er mich zu Ostern hier natürlich heute begeistert und ihr auch Spaß dabei habt. Ihr könnt ihr mir schreiben, ob ihr Glück hattet beim Exceptional Cask, ob ihr den bekommen habt oder ob ihr den eben zum doppelten Preis gekauft habt. Das ist alles kein Problem, könnt ihr ja machen. Ja, der ist schon wirklich so wieder gestiegen. Es war ja gigantisch dunkle Suppe, muss man ehrlich sagen, war. Aber wird halt gelobt und muss wirklich auch gut sein. Also das hat nichts mit der Farbe jetzt nur zu tun.
Andere haben mir dann schon gesagt, André, nee, den 17er brauchst du nicht kaufen, das Aufgeld ist den 13er oder ist es nicht würdig, bleibt beim 13er, der ist wirklich deutlich besser, aber natürlich bin ich neugierig, möchte die alle mal probieren und ja, so habe ich jetzt diesen her. Ich habe jetzt nochmal ins Master Blenderglas oder Tasterglas den nochmal eingeschenkt, um vielleicht den Aromen etwas näher zu kommen. Wie gesagt, ihr habt ja gesehen, ich habe die Flasche vorhin aufgemacht. Also es ist wieder so eine Sache, es hat zwar jetzt nochmal eine Viertelstunde oder 20 Minuten gedauert, ja, aber manchmal brauchen die ein bisschen Luft zum Atmen. Und das habe ich diese Woche auch wieder gemerkt. Ihr seht oder hört hoffentlich, dass ich wieder frei atmen kann. Aber das ändert sich bei mir natürlich Tag für Tag, je nachdem, was für Pollen da draußen rumfliegen, kann sich das auch wieder ändern. Aber ich für mich bin sehr froh, dass ich da wieder komplett über beide Nasengänge riechen kann. Denn wie gesagt, wenn man nur über eins riecht, dann ist es schon wirklich auch in dem Sinne wirklich eindimensional. Weil man hat, ihr müsst es mal ausprobieren, man hat wirklich unterschiedliche Geruchswahrnehmungen in den unterschiedlichen Nasenlöchern. Ne? Probiert es einfach mal. Ne? Ihr werdet das merken. Ja, was war denn diese Woche sonst noch los? Tja, ich habe hier mal noch eine Flasche. Die hätte ich jetzt fast noch auch verkostet. Die kam aber zu kurzfristig bei mir an. Das ist eine Distillerie, die heißt M&H Whiskey Distillery oder M&H. Ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen wird. Ist jedenfalls aus Israel. Tel Aviv, genau. Und denen möchte ich gerne gratulieren. Das hier ist von der Scotch Whisky, von den Scotch Whisky Awards, der Whisky des Jahres 23. Best Whisky in the World. Best Single Malt Whisky, muss man sagen. Best Single Malt Whisky in the World. 2023. Und den hätte ich fast, wie gesagt, verkostet. Aber ich muss natürlich, wenn ich euch hier so eine Destillerie vorstelle, vorher auch ein bisschen recherchieren. Und ich hatte mich wirklich mit M&H noch nie beschäftigt und kann euch jetzt dazu nichts sagen. Und ich habe jetzt keine Zeit gehabt. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob euch sowas interessiert, ob der euch interessiert, ob ihr den kennt. Ne? Weil es diesmal jetzt auch was Besonderes ist, dass ein Standard mal Whisky des Jahres wurde. Sonst waren es ja immer spezielle Abfüllungen oder Single Cask. Tja, den stelle ich jetzt mal hier beiseite. Dann freue ich mich, dass ich dieses Jahr das erste Mal einen 10-jährigen Wolfburn probieren kann. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an für den einen oder anderen, aber Wolfburn ist ja noch eine relativ junge Destillerie. Und es gibt ja viele andere, auch junge Destillerien. Aber Wolfburn sagt, wir freuen uns, dass wir dieses Jahr den ersten 10-Jährigen auf den Markt bringen und scheuen sich nicht davor, den mit anderen zu vergleichen. Es gibt andere Destillerien, junge Destillerien, zum Beispiel auf Islay, die zieren sich, also das ist jedenfalls so auch die Information, die ich bekommen habe, die zieren sich da wirklich eine 10 draufzustellen, weil die sich ja dann nicht nur vom Geschmack, sondern auch preislich mit dem 10-Jährigen, zum Beispiel Laphroaig, vergleichen müssten oder mit irgendwelchen anderen 10-Jährigen. Ne? Das wollen die nicht, weil die einfach ein bisschen mehr Geld dafür verlangen. Und ja, aber warum? Also, du musst dich doch nicht für dein Produkt schämen. Aber so ist es halt manchmal. Und da kann man nicht mal der Marketingabteilung irgendwie Schuld in die Schuhe schieben, sondern das ist ja noch ein familiengeführtes Unternehmen und die zieren sich halt wirklich so. Deswegen, Wolfburn macht das nicht. Wolfburn macht, bringt einen 10-Jährigen dieses Jahr raus. Der kommt Ende Mai, denke ich mal, bei uns in Deutschland an. Soll auch recht günstig sein. Ich glaube, auch wenn ich es jetzt richtig habe, 59 Euro soll der kosten. Und warum erzähle ich das? Weil ich eventuell mich freue auf ein Tasting, wo ich teilnehmen kann. Das gibt nämlich eine Tour, eine Wolfburn Tour. Tour, Wolfburn Tour. Eine Wolfburn Tour. Die machen also verschiedene Tastings innerhalb von, ach, ich glaube, es muss im Juni sein, innerhalb von 2, 3 Wochen. Einige Tastings hier komplett in Deutschland. Könnt ihr mal schauen, das gibt es irgendwo im Internet, müsst ihr einfach googeln, das findet ihr da. Ne?
oder irgendwelche anderen Suchmaschinen nehmen, die ihr wollt. Tja, und dann möchte ich noch einen. Ach, da müsste ich, wollte ich eigentlich noch eine Flasche herstellen. Es gab jetzt so viele neue Flaschen, die jetzt wieder. Also, was heißt neue Flaschen? Es gab Flaschen, die jetzt wieder aufgetaucht sind von 2006. Und zwar möchte ich da mal den André Habrecht grüßen. Der ist ja seit einiger Zeit in Pitlochry bei Signatory Vintage da mit angestellt. Und wahrscheinlich räumt er dort dermaßen auf. Also, falls ihr ihn nicht kennt, wir hatten vor kurzem auch mal ein Video gedreht. Er hat mich hier besucht. Da haben wir also zwei Videos gedreht. Einmal haben wir philosophiert, was auf dem Whisky-Markt so los ist. Und dann haben wir noch ach, den 10-jährigen Springbank probiert. Alt und neu verglichen, genau. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, den wollte ich nur mal grüßen. Denn er räumt dort wahrscheinlich mächtig auf. Es kommen viele, viele Flaschen, die wahrscheinlich dort noch im Lager geschlummert haben. Von 2006, 2007, 2008. Also gab es jetzt wieder diese Woodfinish-Serie von Balanchine. Oder die hieß dann, glaube ich, Explorer Series. Oder so ähnlich. Explorer Series würde ich sie nennen. Die stehen jetzt zu weit weg, dass ich es lesen könnte. Aber da waren wunderschöne Finishes drin. Burgundy Cask, Madeira Cask, natürlich Sherry Cask. Und Sherry und Rauch funktioniert immer. Also das ist immer was Geiles. Also wer das nicht hinkriegt, also ja, aber jedenfalls. Und dann Rotwein, Bordeaux. Ach, ich weiß gar nicht, was sie alles noch für schöne Weinfässer da mitverwendet haben. Sauternes natürlich, ne? Also das sind alles so Sachen, die mich da sehr interessieren. Und ja, aber warum erzähle ich das nicht? Weil ich eigentlich hier, also die importiere ich ja oder die beziehe ich ja dann über den Großhandel Kirschwhisky Import oben in Bremen oder irgendein anderer Ort, da fällt mir da. Die Orte kenne ich nicht so. Ja, und der Christoph Kirsch, der das Unternehmen ja von seinem Vater vor einigen Jahren dann jetzt übernommen hat, der hat in den letzten Jahren aber sowas von Gas gegeben. Mächtig viele Leute da jetzt, wichtige Leute, gute Leute mit im Boot, die natürlich den Vertrieb von Whisky in Deutschland richtig voranbringen. Und deswegen ist er folgerichtig dieses Jahr. Wie gesagt, vor ein, zwei Wochen ausgezeichnet worden zum Keeper of the Quake. Der hat jetzt ja eine hohe Auszeichnung von der Scotch Whisky Association, die eben Leute auszeichnet, die sich um den um die Vermarktung, um die Bekanntmachung, um die Qualität von schottischen Whisky sehr bemüht haben oder sehr, ja, bezahlt gemacht haben, hört sich jetzt blöd an, die sich sehr engagiert haben, so ist das richtige Wort. Und deswegen auch von meiner Seite her die besten Glückwünsche hier, Christoph. Also ja, das ist schon wirklich sehr schön und ich bin auch froh, dass ich bei Kirsch eigentlich immer ganz gut einkaufen kann. Das ist ja also mein Hauptlieferant für meinen kleinen Laden da hier oder für meine Tastings, denn man kann dort auch Einzelflaschen bestellen. Es gibt andere Importeure, wo es eben schwierig ist oder wo du dann einen Aufpreis zahlen musst, für wenn der Karton quasi kaputt gemacht wird. Also, und da gibt es halt unterschiedliche Sachen. Deswegen, wie gesagt, ich bin also wirklich sehr, sehr froh bei Kirsch, obwohl ich natürlich auch manchmal ärgerlich bin, weil ich die eine oder andere Flasche nicht kriege, denn normalerweise könnten die mich glücklich machen, wenn sie mir die eine oder andere Flasche, also nur mal eine oder zwei davon geben. Andere, das sind ja viele Händler dort angeschlossen, die sind damit mit ein, zwei Flaschen nicht zufrieden, sondern die brauchen ein, zwei Kartons, ne? Und dann sind sie noch ärgerlich. Ja, aber bei mir ist es so, mich würde man schon ruhig stellen können mit ein, zwei Flaschen. Also ich will es nur mal erwähnt haben, vielleicht kriege ich das zufällig mit und ist beim nächsten Mal ein bisschen gnädiger und gibt mir vielleicht doch die eine oder andere Flasche. Wie zum Beispiel den Craggelegge Exceptional Cask. Naja, nee, aber da war ich wirklich zu spät. Das hab ich komplett verpasst. Tja, aber wie gesagt, da freue ich mich jetzt auf diesen Craggelegge. Zur Distillerie werde ich jetzt nichts großartig sagen. Das heißt, es sei denn, ich lese es hier nochmal mit auf der Tube, weil ich möchte euch ja jetzt diesen Craggelegge
Speyside Single Malt Scotch Whisky vorstellen. Finished in former French Bass Armagnac Barrels. Tja, die Distillerie wurde gegründet. Oh, das blendet jetzt hier. Das weiß ich jetzt echt nicht auswendig. 1891. Da steht zweimal die Jahreszahl drauf. Deswegen habe ich erst gedacht, was soll das? Ah, hier steht eine Jahreszahl und da, aber jedes Mal 1891, ne? Auch komisch. Also 1891 gegründet bei Edward and Mackie. Das waren die Gründer. Und ja, diese Serie hat man rausgebracht. Das ist also die Nummer 1 einer Woodfinishes-Serie. Ich bin ja ein ganz großer Woodfinishes-Freund. Der Anteil von Aromen oder der Anteil an Geschmack im Whisky ist ja, je nachdem, welcher Aussage man glauben kann, aber mindestens 60% des Fasses macht den Whisky aus. Natürlich viel spielt die Hefe, die Brennblasen, der Brennvorgang oder hier bei Craggellachie zum Beispiel auch der Kühlvorgang in diesen Warm-Tubs eine Rolle, also in diesen Kupfer Schnecken, die dann durch kaltes Wasser einfach nur gekühlt werden, wo also der Whisky sehr lange Kontakt hat mit dem Kupfer. Und ja, das alles spielt eine Rolle, aber wie gesagt, die Woodfinish-Serie, das interessiert mich ja doch sehr. Und ja, Armagnac habe ich selbst noch nie getrunken. Ich weiß, der eine oder andere ist jetzt mittlerweile ein großer Armagnac-Fan. Armagnac ist sowas Ähnliches wie Cognac, ist also ein Weinbrand aus Frankreich, nur eben aus einer anderen Region. Und zwar eben nicht aus Cognac, sondern aus der Region Armagnac. Und da gibt es wieder drei verschiedene. Und die eine Region, die heißt Basse Armagnac, deswegen steht es hier drauf, ne? Und hat also wirklich nur mit der Region zu tun. Aber was ich auch gelesen habe, im Gegenteil oder ja, im Gegenteil zum Cognac wird Armagnac nur einmal gebrannt. Cognac wird angeblich zweimal destilliert. Sorgt aber dafür, so habe ich es gelesen, dass Armagnac noch ein viel breiteres Aromenspektrum hat. Bei Armagnac ist es so, wer mit dem Geschmack zurechtkommt, und es gibt, wie gesagt, angeblich viele, da kann man auch seine Jahrgangsflasche noch sehr günstig erwerben. Das heißt, also bei Cognac habe ich es noch nie erlebt, aber bei Armagnac ist es so, dass es also Jahrgangsflaschen gibt. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel aus meinem Geburtsjahr, was das allerbeste Jahr im letzten Jahrhundert war, 1969, könnte ich mir vielleicht einen Armagnac leisten. Ja, gut. Aber ich müsste erst mal trinken, damit ich überhaupt weiß, wie Armagnac schmeckt. Und das fehlt mir noch in unserer Serie. Denn ich mache ja gerne auch zur Tarona immer das Woodfinishes-Tasting. Und wenn der mir jetzt gefällt oder vielleicht noch andere Armagnac-Woodfinishes rauskommen, könnte ich mir vorstellen, dass ich also diesen Armagnac auch mal in ein Tasting mit einfließen lasse. Ja, und da lerne ich eben auch immer mal die Originaldestillate kennen oder die Weine, wie auch immer, je nachdem, was wir so alles verkosten, ob das Sauternes ist, ob das Barbaresco ist, ob das, ach, was ich alles da schon erfahren habe, über die unterschiedlichsten Sachen, wo ich mir vorher nie Gedanken gemacht hätte. Ja, und da könnte es auch sein, dass ich mal einen Armagnac probiere, falls der mir jetzt heute gefällt. Ne? Also falls es jetzt ein schreckliches Erlebnis ist, dann gut, weiß ich es nicht. So. Dann haben die Serie rausgebracht, deswegen mit lauter Destillaten, die eben auch noch auf handwerkliche Fähigkeiten oder auf traditionellen Handwerk berufen oder sich hergestellt werden. Und bei Armagnac scheint das der Fall zu sein. Wie gesagt, auch mit Kupferbrennblasen oder Brennkesseln wird das hergestellt, habe ich nur gelesen. Jedenfalls wollen sie da, bin ich gespannt, was als zweites dann rauskommt, weil eigentlich, wie gesagt, war damals Nürnberg 2022, als kurz bevor der rauskam, hätte ja, wenn man das alle Jahre machen will, schon langsam hat der nächste kommen können.
Aber vielleicht lassen sich da halt mehr Zeit oder was auch immer es alles für Probleme gibt. Habe ich ja bei anderen jetzt auch schon erlebt. Also Lieferprobleme, was es auch immer gibt. Mal, so, mal schauen, was wir hier noch finden. Auch übrigens gefällt mir hier die ganze Aufmachung von Crackalacky sehr. Ne? Auch bei dem 13-Jährigen, ne? Das Etikett, das ist also wirklich so, so richtig Old-Fashioned-Style. Und die Schrift und so, dieses Ganze. Ich habe sogar ein Blechschild. Habe mir extra besorgt, weil ich gedacht habe, nee, das musst du mal haben. Ich habe ein bisschen Angst, weil ja bei vielen Whisky-Firmen mittlerweile so die Marketinggesellschaften sagen, wir müssen mal das Erscheinungsbild etwas verändern. Und ob das jetzt Benriach war, wo ich mich jetzt langsam dran gewöhnt habe, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mal im Blickfeld hier drüben sehe, Ben Romach oder andere, da wird es ja nicht mehr so schön. Ich glaube, egal, was sie machen, es kann eigentlich nur schlechter werden. Wie willst du das noch schöner hinkriegen? Also, ich liebe dieses auf so Old School, Old Fashion Style, was auch immer, wie ihr das nennen wollt. Ich finde es einfach so klasse. Und ich kann mir vorstellen, falls die mal irgendwann mal was ändern, dass ich mir dann noch mal ein, zwei Flaschen von jedem einfach von dem alten Style dahinstelle. Ob der Whisky besser ist oder nicht, das weiß ich dann nicht. Ja, falls vielleicht irgendwann was geändert wird, das ist alles möglich, dass es sogar besser wird. Ja, ich erinnere ja nur an Royal Breckler. Das war ja wirklich so, dass mir das alte Design wirklich auch nicht gefallen hat und der Whisky, der alte Whisky nicht so gut war wie der neue. In meinen Augen ist immer nur meine Meinung. Ne? Ja, aber ich habe jetzt nichts weiter hier gefunden, was ich euch noch vorlesen könnte. Deswegen lege ich die Lupe wieder weg. Und jetzt kommen wir zu unserem Craigellachie, 13 Jahre. So, der ist abgefüllt hier mit 46 Volumenprozenten, also wunderschöne Trinkstärke. Wie gesagt, ich habe ihn gekauft für 46 Euro und noch ein paar zerquetschte, also nicht 90, sondern war wirklich eine unrunde Zahl. 46 noch was. Aber bis 55 geht der und wie gesagt, ich habe mich da gefreut, dass ich den jetzt günstiger erwerben konnte. Tja. Und haben wir hier das Nosing? Schöne frische Aromatik, die hier kommt. Frühlingsfrisch, Frühlingswiese. Aber was sofort natürlich kommt, oder was heißt natürlich, ist Quatsch. Ist nur, weil ich es natürlich vorher schon mal gerochen habe. Es ist ein Apfelaroma hier drin, was für mich unverständlich ist, weil, wie gesagt, ich dachte, es ist ein Weinbrand, es ist ein Finish im ehemaligen Armagnac. Und ich weiß nicht, wo der Apfel daherkommt. Also ich hatte ja schon andere Woodfinishes vor kurzem oder ein halbes Jahr her, Glenfiddich, irgendwas mit Orchard, oder wie hieß denn das? Aber jedenfalls, die waren im Cider Cask und alles mögliche. Da weißt du, ja, Cider Cask oder andere Finishes, da muss Apfel dabei kommen. Aber hier, natürlich kann man auch das Weinaroma ein bisschen, aber das sind richtig schöne, helle Weintrauben, diese grünen Weintrauben, da ist nichts Süßes, Dunkles, ne? Rotwein oder rote Weintrauben, nee, nee. Wenn ich das mit Weintrauben assoziieren würde, dann sind das ganz frische, helle. Für mich habe ich jetzt sogar einen Augenblick kurz ein bisschen Banane mit drin, aber grüne Banane, so grüne, unreife Bananen. Und jetzt habe ich hier weiterhin in der Nase einen schönen Apfelkuchen mit Sahne oder mit so Baiser drauf, also ganz leicht. Die Süße, die hier kommt, so eine gewisse, ja, es könnte schon auch eine Honigsüße sein, ist aber auch vielleicht auch eine, es ist auch eine Weinsäure jetzt da auf einmal. Also ich merke für mich, das ist in der Nase schon ziemlich komplex und ändert sich immer wieder mal. Deswegen gehen wir jetzt mal zum Blendersglas. Das Blendersglas bietet hier eine etwas größere Oberfläche. Deswegen wollen wir nochmal schnell die Glaswand hier
bin nett, aber ich kann es nicht rollen. Ist zu viel drin, weil manchmal kann man es so rollen, bevor es dann raus läuft. Aber. Och, jetzt habe ich hier. In dem Glas habe ich. Natürlich, ich habe immer wieder Apfel im Hintergrund, aber ich habe jetzt hier Vanille oder Vanillinzucker mit drin, den du in den Kuchen mit reinmachst. Ein wunderschön. Oder in die Schlagsahne sowas, ne? Genau, ich habe hier einfach einen Apfelkuchen mit Schlagsahne. Vielleicht ein ganz kleines bisschen, ja, diese Baiser. Note könnte sein, also das ist ja eher so ein bisschen so festere Zucker-Eiweiß-Mischung, ne? Baiser. Aber es riecht jetzt nicht zu süß, also es ist einfach eher doch Richtung Sahne. Warum ich immer auf die Sahne komme heute, keine Ahnung. Was habe ich noch für Aromen? Mal sehen, ob ich noch von den Früchten wegkomme und irgendwelche anderen Aromen noch habe. Aber absolut frisch ist es, muss ich mal sagen. Und ich habe ehrlich gesagt den Standard 13er nicht so frisch in Erinnerung, sondern der war eher so oldschool, der war so alte, verrunzelte Äpfel, eine leichte Kellermuffigkeit, sowas. Das ist das, was ich da in Erinnerung habe. Und das ist bei dem hier überhaupt nicht so. Ich glaube, ich hatte noch was gelesen. Die Fässer. Das waren. Ah, das habe ich jetzt euch nicht hier gesagt. Jetzt müsst ihr noch mal einen Augenblick warten. Barrels that previously matured content in a warm. Also ich hatte es irgendwo gelesen, dass die also hier First Fill oder vorher Bourbonfässer und Recharged Bourbonfässer hatten. Das heißt also nochmal neue oder stärker ausgekohlte oder getoastete Fässer hier verwendet hatten. Aber jetzt hier steht es da doch nicht mehr drauf. Also wie gesagt, bei Cracker Lake legen sie immer Wert auf ihre Warm Tubs, ne? Aber diese Schwefelnote, die man diesen Crackerlächeln nachsagt, die habe ich jetzt hier nicht. Ich wollte mich jetzt mal drauf konzentrieren. Also wenn es einer unbedingt riechen will, so ein bisschen Streichholz, ne? Je tiefer man reinkommt, also in das Aroma, nicht ins Glas, ne? Also nur weil ich jetzt so gemacht habe, ich meine es nicht ins Glas. Je tiefer man ins Aroma kommt. Da kannst du das natürlich ein bisschen fantasiemäßig hier herausriechen. Aber für mich ist es einfach absolut fruchtig, absolut frisch. Jetzt kommt sogar ganz leichtes bisschen, wie will ich jetzt sagen, ganz kleines bisschen Leder. Und ja. Es hört sich jetzt komisch an. Irischer Frühling. Kennt jemand noch diese Seife Irischer Frühling? Vielleicht gibt es auch andere Seifen, die so riechen, aber irgendwie komme ich jetzt auf Irischer Frühling. Das war so eine, die war so ein bisschen komisch geschwungen und ich glaube, die war hellgrün und dunkelgrün gestreift, so ein bisschen. Ja, das war immer was Besonderes, wenn du dann ein Paket hattest und da war eben diese Seife drin. Die wurde ja nie genommen zum Waschen, ne? Da zum Waschen haben wir andere Seife genommen. Die war ja nur im Schrank drin, ne? Damit die Wäsche eben danach riecht. Irische Frühling. Gibt es das überhaupt noch? Ich hab nur nie. Na gut, wann bin ich das letzte Mal in der Drogerie gewesen? Ich glaube, es gibt es ja auch gar nicht mehr, ne? Es gibt bestimmte Marken, die dann immer mal von der Bildfläche verschwinden. Und dann irgendwann auch mal wieder auftauchen. Wenn wir da jetzt abschweifen, also vor kurzem habe ich irgendwie mal gesehen, 8x4, das war ja auch so ein Ding, was in meiner Kindheit irgendwie gab. Und es gibt es jetzt irgendwie im neuen Design, habe ich gesehen. Habe ich nie wieder. Gut, es gibt auch keine Werbung mehr. Gut, ich gucke es auch nicht.
Aber hier beim Whisky, ne? Also, das ist nur diese Frische. Also, das ist nicht so, dass es jetzt eher nach Seife riecht in dem Sinne, sondern diese frische Aromen, die von frühlingshaften Seifen vielleicht ausgeht, die. Also nichts mit Lavendel oder sowas, das mag ich ja sowieso nicht so sehr. Das ist einfach nur eine wunderschöne feuchte Wiese, wo jetzt schon Gänseblümchen blühen. Frühling mit drin, natürlich der Apfel kommt immer wieder. Der grüne Apfel und auch die unreife Banane, die grüne Banane. Habe ich immer wieder mit drin. Also ich freue mich jetzt echt, dass der so. Aber ich habe nichts von Cognac oder von Armagnac oder sowas, Aromen. Also wie gesagt, nur diese grünen Weintrauben. Und jetzt habe ich, in dem Glas habe ich jetzt, also im Glencairn habe ich jetzt sogar ein bisschen mehr Süße. Und immer, wenn ich die Gläser wechsle, habe ich als erstes, kommt so ein Hauch Vanille, wo du wieder an den Kuchen denkst. Oh, das ist jetzt schön, das bleibt jetzt schön da. Also ihr müsst hellfrüchtige, fruchtige Whiskys mögen. Da ist der genau richtig. Der passt wunderbar zu Ostern, zum Frühlingsgedanken eigentlich. Und jetzt will ich ihn auch mal probieren. Deswegen Slange, Freunde. Also ich freue mich über mein Ostergeschenk, was ich mir selbst gemacht habe. Das ist jetzt kräftig im Gaumen. Sobald man Luft holt, da zeigt er eine gewisse Power, aber keine Pfeffrigkeit. Er ist kräftig, hat vorher im Mund einfach das wiedergespiegelt, was er auch in der Nase gezeigt hat. Du hast diesen Apfelsahnekuchen mit drin, vielleicht diesen sogenannten gedeckten Apfelkuchen mit einer gewissen Süße. Ja, der war im Mund wirklich hervorragend süß. In der Nase habe ich jetzt auf einmal noch so Stachelbeerkuchen. Also immer wieder hell und intensive grüne Früchte. Im Mund, wie gesagt, war er kurz ziemlich kräftig da, jetzt ist er wieder etwas im Abgang und jetzt auf einmal merke ich ein ganz kleines bisschen Holz. Also ein bisschen diese Eiche, aber nur ganz kurz, harmonisch. Du merkst jetzt so ein bisschen diese, ich sag mal, Steinfrüchte, also weil ich ja vorhin auf Stachelbeeren war oder auch auf Weintrauben, die also mit Kernen sind, also mit Steinen. Diese leichte, ganz leichte Holznose, die bleibt so ein bisschen hinten im Rachen. Und dann kommt wieder dieser Apfel dazu, diese wunderschöne Süße. Ich muss noch mal trinken, weil immer der erste Schluck war vielleicht zu klein. Aber er war jetzt nicht so lange im Mund. Aber mal sehen, ob sich das bestätigt. Schmeckt mir sehr gut. Schmeckt mir wunderbar. Kommt sogar so eine Süße wie von Fruchtgummi. Ja, also so, wenn du hier ja, Fruchtgummi, nimm zwei Fruchtgummis oder so Zeug. Oder Haribo, was auch immer ihr da esst. Die haben ja auch eine gewisse Süße. Das ist hier mit drin. Du hast hier einfach diese grünen Früchte, einfach generell weiterhin. Apfelkuchen, Sahne. Ich bleib dabei. Also er ist jetzt nicht, er wird jetzt nicht anders, als ich es bisher beschrieben habe. Deswegen brauchen wir es jetzt gar nicht in die Länge ziehen. Für mich ein wunderbarer Whisky. Für mich wirklich auch eine gute Entscheidung, dass ich den gekauft habe. Wobei ich natürlich eher auf etwas Gesetzteres, auf etwas Muffigeres noch
eigentlich, na, gehofft, habe ich es nicht, sondern einfach, ich habe es einfach nur erwartet, weil der 13er war für mich eher so ein bisschen mehr oldschool. Der ist doch eher frisch, voll erfrischend. Und ich denke mal, dem würde, glaube ich, etwas mehr Temperatur noch gut tun. Den kannst du im Sommer ganz gut trinken. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Also wenn du da wirklich so eine Gartenparty wieder mit hast, da kannst du den mal mit als Erfrischungsgetränk mit anbieten. Hört sich komisch an, aber Erfrischungsgetränke, also in Ungarn waren wir auch bei, weiß ich, was für eine Hitze da war, Hochzeit, und da wurde Palinka, das ist also so ein Pfirsichschnaps, der wurde als Erfrischung angeboten, ne? Ja, du darfst dann bloß nicht in der prallen Sonne stehen bleiben, ne? Du musst dann irgendwo mal in den Schatten. Deswegen. Wunderschön. Vielleicht ein ganz kleines bisschen verregneter Laubwald oder Laubboden noch mit dabei. Also schöne Feuchtigkeit. Jetzt im Geschmack saftige Früchte. Also ich habe wirklich auch einen Speichelfluss jetzt hier. Das ist also nichts, was trocken ist, also adstringierend. Also wirklich schön saftige Früchte jetzt auf einmal. Also saftige Äpfel, würde ich jetzt mal sagen. Die grüne Banane hatte ich nur in der Nase, weil grüne Bananen, wenn ihr schon mal gegessen habt, die sind dann eben so ein bisschen pelzig und so ein bisschen, ja, einfach komisch belegend im Mund. Das hast du natürlich im Geschmack hier jetzt gar nicht. Aber in der Nase kannst du immer wieder an die grünen Bananen erinnert werden. Und jetzt muss ich noch eins sagen, gell? Ich habe lange überlegt, ob ich das Video jetzt mache, weil ich dummerweise kurz vorher mal in zwei Videos oder drei Videos mal bei anderen reingeschaut. Also ich grüße jetzt auch mal den Peter, oder ich grüße, bei wem bin ich noch reingeschaut? Also Peter vom Whisky Turntable. Und so, die haben dann immer gesagt, brauche ich nicht, was auch immer, keine Ahnung. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht von den anderen nicht so viel positive Rückmeldung gehört und hat schon gedacht, um Gottes Willen, was hast du dir da gekauft? Zumal ich natürlich auch von der Messe keine Erinnerung an diesen Whisky hatte. Aber ich muss jetzt echt eine Lanze dafür brechen. Das ist ein wunderschöner Whisky. Und wenn ihr den unter 50 Euro bekommt, natürlich wäre es schöner, wenn wir den für 39 kriegen würden, Herrgott. Aber der ist mehr als ein Jahr gefinisht in diesen Armagnac-Fässern. Und vorher wurden nicht, das wollte ich jetzt noch sagen, genau, diese Fässer, die da verwendet wurden, das sind französische Steineichenfässer. Also wahrscheinlich auch nicht unbedingt die billigsten Fässer. Ich weiß es nicht, kenne mich da nicht so aus. Aber ich muss sagen, ich finde es absolut gerechtfertigt. 45, 49, auch 55 Euro dafür auszugeben. Mehr würde ich jetzt auch nicht machen, aber der gefällt mir wirklich gut. Und ich freue mich, dass ich den doch für mich jetzt dann doch geöffnet habe und mich nicht, sag mal, nicht ableiten lassen habe davon. Nee, das ist was, was mir gefällt. Und ja. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Und es hat euch auch Spaß gemacht, mir beim Verkosten zuzuschauen. Und wünsche ich euch noch natürlich frohe Ostern, schöne Osterspaziergänge. Und dieses Jahr war es ja so lange kalt und bei uns Schnee und bis letzte Woche und jetzt ist es heute wieder kalt, dass wir wirklich mit dem Osterspaziergang von Goethe wirklich nachfühlen können. Das Gedicht. Schaut einfach nach, wenn ihr es nicht kennt. Ne? Aber und unternehmt mit der Familie da so einen Osterspaziergang, macht das bitte. Und wichtig ist nur, schenkt euch was Schönes ein, belohnt euch für jeden wunderbaren Tag, den wir hier verbringen können, im Genuss mit unserem wunderschönen Hobby. Bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich dann demnächst wieder. Macht's gut, euer André.